Hallo ihr Lieben, heute gibt es den 9. Teil aus dem Roman By Bear Beauty. Am nächsten Morgen fühlte sich Jenny etwas besser. Sie sprach zu ihrem Spiegelbild: Neuer Tag, neues Glück. Und beim anschließenden Morgenkaffee begann sie eine Liste für ihr Glück aufzustellen. Dieses Für und Wider wollte sie schwarz auf weiß vor sich sehen. Sie überlegte, wie cool wäre das denn, wenn man kurzerhand eine Anleitung für das persönliche Glück samt Zutatenmix bei Google herunterladen könnte und schon würden der Seele Flügel wachsen. Und so gelangte Jenny von Konfuz zu Konfuzius, der da sprach: Der Weg ist das Ziel. Und da fiel ihr wieder ihre eventuelle Lidstraffung ein. Also wenn es innerlich schon nicht stimmte, musste man am Äußeren etwas tun, klang doch vernünftig, redete sie sich gut zu. Und obwohl ihr Vico von Botox und Co. abgeraten hatte, wollte sie es wissen. In einer Frauenzeitschrift überflog sie einen Artikel über den boomenden Medizintourismus. Darin ging es um neue Brüste aus Tschechien, Goldkronen aus Ungarn und glatte Gesichter aus Südafrika. Warum auch nicht? Erst die Schönheitsoperation und dann ging es ab auf Safari. Die Phase der Heilung und Abschwellung konnte somit unbemerkt von dämlichen Bemerkungen anderer vollzogen werden. Und die Männer kamen dabei auch nicht zu kurz. Für sie gab es das perfekte männliche Kinn, Silikonkissen zum Aufpolstern des Pos, Fettabsaugen, Bauchstraffung, Sixpack und das alles im Angebot. Der Wahn um die ewige Schönheit und Jugend wurde als Gesundheitsreise deklariert und eröffnete somit einen völlig neuen Markt in der Tourismusbranche. Wenn etwas schief ging, Beispiele dafür gab es mehr als genug, hatte man allerdings die Arschkarte. Keine Regressansprüche oder Nachbehandlungen konnten eingefordert werden. Insofern waren diese Schnäppchenangebote nicht zu empfehlen. Für Jenny kamen solche windigen Angebote überhaupt nicht in Frage. Kurzerhand vereinbarte sie telefonisch für den nächsten Tag einen Termin zum Beratungsgespräch bei einem plastischen Chirurgen. Der würde ihr schon sagen, wo es lang ging. Sie musste raus an die Luft, sprang auf, lief in den Flur, zog die Gummistiefel und den Regenmantel an, nahm den Hund, öffnete die Tür und wich entsetzt zurück. In der Auffahrt lauerten Paparazzi und hielten ihre Kameras direkt auf den Eingang gerichtet. Verdammt, fluchte sie. Das Kennzeichen meines Wagens hat diese aufdringliche Meute direkt zu mir geführt. Vico hatte sie ja gewarnt und tatsächlich waren sie gekommen. Sie riss mit Schwung die Tür auf und rief, so laut sie konnte, macht, dass ihr fortkommt. Als ob sie nicht verstehen wollten, drängten sie ganz frech noch näher heran und wie aus einem Maschinengewehr hagelten Fragen auf sie ein. Frau Erdbeerstein, haben Sie eine Affäre mit Vico Andersen? Warum saß er in Ihrem Auto? Was sagt Ihr Mann zu den Fotos in der Presse? Werden Sie Vico wiedersehen? Jenny warf den Kopf nach hinten, ging zu der Meute wild herumwuselnder Fotografen und Journalisten hin und sagte zu ihnen, unmissverständlich, kein Kommentar, keine Fotos, runter vom Grundstück. Dass sie doch ein paar Schnappschüsse von ihr machten, ließ sich nicht vermeiden. Sie war eine Frau und konnte sich ja nicht mit denen herumprügeln und ihnen die Kameras aus den Händen reißen, so wie das der Prinz von Hannover immer machte. Also ging sie hoch erhobenen Hauptes an ihnen vorbei in Richtung See. Der Hund freute sich über so viel Aufmerksamkeit und Jenny warf Stöckchen und ließ Steine übers Wasser springen. Nach ungefähr einer Stunde ging sie zum Haus zurück. Die Typen waren immer noch da, zwar nicht mehr so viele, aber immer noch ein paar Hartgesottene, die es unbedingt wissen wollten. Jenny ging direkt zu ihnen hin. Hört zu, Jungs, ich weiß, ihr macht hier nur euren Job, aber genug ist genug. Eine Frage, Frau Erdbeerstein. Was läuft da zwischen Ihnen und dem Hollywoodstar? Jenny überlegte kurz. Irgendeinen Schwachsinn musste sie denen erzählen, damit sie endlich wieder abzogen. Pass auf, Jungs. Vico Andersen ist ein Freund des Hauses und hatte ein Gespräch mit meinem Mann. Die Schlagzeilenjäger löcherten sie weiter. Naja, und wieso saß der in ihrem Auto? Also mein Mann hatte keine Zeit, deshalb habe ich ihn zum Airport gefahren. Ihr wisst ja, wer mein Mann ist. Klar, das ist der Tom. Aber sie lebten bisher hier sehr zurückgezogen. Tiefluft holend und doch verwundert über das Wissen darum, dass sie sich jahrelang ausgeklinkt hatte, sagte sie, insofern erübrigen sich weitere Fragen, ob wir eine Affäre haben oder nicht. Naja, aber der Kuss. Naja, und? Wie heißt es doch so schön? Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Jetzt war die Meute ruhig. Sie guckten zwar etwas ungläubig und Jenny hörte, wie einer zum anderen sagte, na, das sah aber ganz anders aus. Die will uns doch verarschen. Egal, sollten sie doch denken, was sie wollten. Und Jenny freute sich über ihre Schlagfertigkeit. Vico hatte recht, das war wirklich Stress. Sowohl für den Sensationsjäger als auch für den Gejagten. Ihre Argumente schienen angekommen, die Männer packten ihre Kameras ein und fuhren davon.
Am Nachmittag trafen sich Hannah und Jenny in ihrem Lieblingscafé. Bei einem Stück Schwarzwälder Kirsch fiel Hannah über Jenny her. Na los, sag schon, was lief mit dir und diesem Schauspieler? Jenny lächelte entrückt und sehr amüsiert über Hannas Neugier und hüllte sich vorerst in vornehmes Schweigen. Sie musste die Klappe halten, durfte nicht schwach werden und sich in dieses typische »Mir kannst du doch alles erzählen« Ding hereinziehen lassen. Sie hatte es Vico versprochen. »Hattet ihr Sex?« bohrte sie unverblümt weiter. »Wir sind im Taxi durch die Stadt gefahren.« »Naja und, was habt ihr dann gemacht?« »Na, nichts weiter.« »Also das kannst du dir im Kühlschrank erzählen. So wie der dich angehimmelt hat, muss doch irgendwas gelaufen sein.« »Naja, okay, wir waren was trinken.« »Jenny, hör endlich auf, mich zu veräppeln.« »Und was ist das hier?« provozierte Hannah weiter und reichte ihr die neueste Tageszeitung. Sie sah sich und Vigo knutschend in ihrem Auto. Hannah schaute sie ein paar Sekunden lang herausfordernd an. Jenny hielt den Blick zunächst stand und fing dann an zu lachen. »Ach Mensch, du gibst ja doch keine Ruhe.« »Also gut, Vigo brachte mir ein Täschchen nach Hause, weil ich es mal wieder liegen gelassen hatte, und ich habe ihn dann zum Airport gefahren. Da waren dann plötzlich diese ganzen Fotografen, und als wir uns zum Abschied geküsst haben, haben sie eben dieses Foto gemacht. Ein Kuss?« »Naja, also das sieht ja aber sehr intim aus, würde ich sagen.« »Naja, Hannah, da war nichts, nur ein Kuss, und die Presse, die hat das hier total aufgebauscht.« »Wo hast du denn die Tasche liegen gelassen?« »Erwischt.« Was sollte sie jetzt antworten? »Jetzt komm schon. Ich erzähle dir auch immer alles brühwarm von meinen Affären und Bettgeschichten. Jetzt bist du mal dran.« Das stimmte, aber im Gegensatz zu Hannah hatte Jenny nicht die Absicht, in den üblichen Weiberklatsch zu verfallen. Vigo war nicht ihr sexy Gärtner. Möglicherweise könnte Hannah diese Informationen irgendwo ausplaudern und schon hätten die Medien eine Schlagzeile. Jenny saß also in der Klemme. »Es ist etwas Unglaubliches passiert«, begann sie clever von der Taschenfrage abzulenken. »Was, habt ihr doch miteinander geschlafen? Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Du wirst es nicht glauben. Vigo hat mir angeboten, über ihn eine Homestory zu schreiben. Mit Fotos und allem Tamtam.« Hannah blieb verstaunt, der Mund offen stehen. »Wie jetzt? Bei sich in Los Angeles?« »Ja.« »Naja, und warum sitzt du noch hier?« Jenny lehnte sich entspannt zurück, nur doch die Kurve gekriegt zu haben, und sagte, »Also so einfach ist das alles nicht. Ich muss ja noch ein paar Dinge erledigen.« »Na, das aber, das gibt's doch nicht«, kreischte Hannah. »Du kriegst das Angebot deines Lebens und willst irgendwelche Dinge erledigen? Willst du noch eine Gurkenmaske auflegen oder was?« Sie tippte sich an die Stirn, schüttelte ihre Mähne und klopfte dabei hektisch auf dem Bistrotischchen herum. »Das glaub ich alles nicht«, redete sie aufgeregt weiter auf sie ein. »Du, das brave Hausmütterchen, bist kaum vor die Tür gegangen und dann nimmt man dich einmal mit und schon eröffnen sich Welten für dich, dass man nur neidisch werden kann.« »Ja, Hannah«, sagte Jenny strahlend, »fühle das, was ich denke, was du jetzt unbedingt fühlen solltest.« »Hä? Neid!« Jenny machte eine kleine Atempause. »Ja, ich finde ruhig, dass du ein bisschen neidisch sein könntest.« Beide sahen sich an und Jenny muss wohl diesen verklärten Gesichtsausdruck abgegeben haben, dass Hannah schließlich sagt, »Ja, okay, ich bin neidisch.« Jenny nahm ihre Freundin in den Arm. »Verdammt, Jenny, du hast doch schon einen Mann«, sprach sie gequält, »und nun gibt es noch einen. Und ich habe nicht mal einen potenziellen Bewerber. Ich ertrag das nicht mehr. Ich will auch einen Mann.« Jenny legte beruhigend ihre Hand auf Hannas Arm und sah, dass ihre Freundin wirklich am Ende war. »Das meinst du doch nicht alles im Ernst, oder?« »Doch, genau, das meine ich. Schau mich doch mal an«, winselte Hannah mit tränenerstückter Stimme. »Ich bin jünger als du, eigentlich in den besten Jahren. Was habe ich vorzuweisen?« Jenny riss die Augen weit auf. »Was war das denn?« »Nichts«, schrie sie plötzlich auf und dämpfte aber sofort wieder ihre Stimme. »Kein Mann, kein Haus, keine Familie, nichts.« Mitfühlend sagte Jenny, »Aber du hast doch deinen Job und wolltest genau dieses Leben.« »Ach, scheiß Job, was habe ich denn für ein Leben? Außer wilden Partys, durchgetanzten Nächten und ab und zu einen Kerl, der nicht mal bis zum Frühstück bleibt. Super.« Jetzt wie Jenny aus allen Wolken. Das war so nicht ihre Hannah. Sie, die immer so auf ihr Unabhängigkeits-Single-Leben und den spontanen Fick pochte und aller Welt lautstark verkündete, dass sie keinen Mann bräuchte, wenn dann höchstens einen fürs Bett. Wie waren doch ihre berühmten zwei Sätze? »Los, mach's mir und danach, jetzt kannst du wieder verschwinden.« Also Hannah glaubte einfach nicht an die Ehe, wie sie immer behauptete, und dieser ganze Kinderkram konnte ihr gestohlen bleiben. Und genau diese Hannah jammerte jetzt herum, dass sie ihr Leben scheiße fand. Wahrscheinlich begann doch ihre biologische Uhr unaufhaltsam lauter zu ticken. Jennys Feingefühl für andere ließ sie sagen, »Weißt du was, ich glaube, das wird ein längeres Gespräch.« Hannah sah sie fragend an. »Und nun, du kommst jetzt mit zu mir und wir machen uns einen richtig schönen Mädchenabend.« »Hatten wir lange nicht.« »Ich dachte dabei an fettige Pizza und Rotwein. Zum Teufel mit den Kalorien und dem Blähbauch.« »Ja, zum Teufel damit«, fluchte Hannah mit. »Und dann noch einen guten Film, so ein Herzschmerzding. Dazu löffeln wir eine große Packung für die Seele-Schokoladen-Trosteispackung und du wirst sehen, dann ist alles nur noch halb so schlimm.«
Hört sich verdammt gut an. Genau das machen wir. Außerdem muss ich dir noch was erzählen, was dich vom Hocker reißen wird. So rosig sieht es in meinem Leben nämlich auch nicht aus. Komm, erzähl. Mm-mm, nicht hier. Hannah sah ihre beste Freundin mit tränenverschmierten Augen an und lächelte. Müde. Arm in Arm verließen sie das Café und fuhren schweigend zum Haus an den See. Jenny zog ihr Lieblingskuschelkleid und dicke Socken an, dieses Teil, das sie unweigerlich an Vigo erinnerte, und Hannah fragte, hast du für mich auch was Bequemes? Klar doch, wie wäre es mit einer Jogginghose? Beide lachten los. Wie war das nun mal mit dem Karl Lagerfeld? Fragte Hannah. Also wer Jogginghosen trägt, begann Jenny, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ergänzte Hannah, und schon waren sie irgendwie in guter Stimmung. Während sich Hannah im Bad umzog, bestellte Jenny die Pizza beim Lieferservice ihres Lieblingsitalieners, öffnete eine Flasche Shiraz, zündete Kerzen an und suchte nach einem passenden Film. Sie dachte dabei an einen, der den Zuschauer in eine andere Welt zog. Dafür war Hollywood immer gut. Romantik pur mit noch mehr Romantik obendrauf, die mitten ins Herz trifft und einen für kurze Zeit die eigene Tristesse vergessen lässt. Pizza essend, weinsüffelnd, lagen sie nun beide auf dem Sofa herum und sahen voller Spannung die Geschichte einer ehrgeizigen Powerfrau, die ganz nach oben will im New York des 21. Jahrhunderts. Er, ein viktorianischer Gentleman, lebt im New York des 19. Jahrhunderts und ist gefangen in gesellschaftlichen Konventionen. Zwei Menschen, die nicht unterschiedlicher sein können. Durch einen Wink des Schicksals, einem Zeitsprung im Raum und Zeitkontinuum, das ist ein schwieriges Wort, kreuzen sich ihre Wege rein zufällig. Die Powerfrau, anfangs noch skeptisch, verfällt schließlich doch seinem Charme, der so gar nicht mehr in ihr Jahrhundert passt, und alles hat nach turbulenten Irrungen und Wirrungen ein Happy End. Hannah meinte, Süße, das war eine gute Idee. Zum Teufel mit den Kalorien, genau die brauchte ich jetzt. Schön, dann können wir zum Dessert übergehen, sagte Jenny voller Lust auf was Süßes und verschwand in der Küche. Gleich zwei? Fragte Hannah, als Jenny beladen mit zwei Packungen Eis auf sie zusteuerte. Klar, das schaffen wir schon. Hannah schmunzelte, riss die Folie von der Eispackung ab, Löffel rein und ließ das Eis genüsslich auf der Zunge zergehen. Oh, ich liebe diese Karamellsoße. Ist zwar pures Hüftgold, aber was soll's. Man gönnt sich ja sonst nichts. Lachte und spachtelte weiter. Nach dem dritten Löffel fragte sie, du wolltest mir doch was erzählen. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Geht's um Vigo? Nein, Hannah, es geht nicht um Vigo. Es geht um Tom, Mistkerl, Erdbeerstein und unsere Ehe. Und brach ungewollt in Tränen aus. Oh, Jenny, das war wirklich schlimm für dich. Ich weiß und es tut mir leid, tröstete Hannah. Und Jenny heulte nur noch mehr. Schau mal, ich wusste doch auch nichts Genaues, was da bei Tom lief. Ich habe ihn das ein oder andere Mal mit anderen Frauen gesehen, dachte aber, das sei geschäftlich. Ich wollte dich einfach nicht verunsichern, verstehst du? Jenny wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. Ist schon gut, ich weiß es nun. Wir haben miteinander geredet und das Schlimmste an der Sache ist, dass er mich schon seit 5 Jahren betrügt. Seit 5 Jahren? Um Himmels Willen, was ist denn das für ein Arschloch? Na, das kannst du laut sagen. Er meinte allerdings, dass er mich immer noch liebt. Wie nett, kommentierte Hannah zynisch. Stell dir vor, als Krönung des Ganzen, um unsere Ehe noch halbwegs zu retten, hat er mir doch tatsächlich den Vorschlag gemacht, polygam zu leben. Hannah verschluckte sich fast und sagte, das darf doch nicht wahr sein. Dem ist wirklich der Verstand in den Schwanz gerutscht. Hat er sie noch alle beisammen? Er rechtfertigte sein Verhalten als Findungskrise. Schließlich sei er ein Mann und müsste es nochmal wissen. Aha, er will es nochmal wissen. Ja, er habe das monogame Leben gehen eben nicht in sich und wollte raus aus diesen Zwängen. Ansonsten könnte doch alles so bleiben, wie es ist. Jenny stocherte wütend in ihrem Eisbecher herum. Ach ja, und er redete ständig von einer Sache, also um mir diese Sache schmackhaft zu machen, bekam ich von ihm die Erlaubnis, mich auch nach anderen Männern umzuschauen. Hannah war außer sich. Also das? Wow, das hätte ich nicht von ihm gedacht. Ich auch nicht. Er war jahrelang mein Gefährte, weißt du, mein Fels. Und nun, also andererseits, über Exklusivität haben wir nie geredet. Ich setzte das immer voraus. Also Jenny, fliegt nach L.A. Und wenn du wieder hier bist, werden die Karten neu gemischt. Aber weißt du, die geklauten Jahre sind futsch und ich fühle mich erbärmlich. Jenny, lern mal ganz ehrlich. Ja, du willst mir doch nicht weismachen, dass du in all den Jahren nichts bemerkt hast. Toll, du sprichst es aus. Nein, ich habe nichts bemerkt. Diese Ermüdungserscheinungen, die in jeder Ehe ein Zuhause finden, habe ich zwar nicht völlig ignoriert, aber ich habe es immer auf seine viele Arbeit geschoben und gehofft, dass wir es wieder hinkriegen, dass alles ins Lot kommt. Verstehst du? Ich sage dir, das ist alles Blödsinn. Könntest du denn polygam leben? Also auf gar keinen Fall. Bei mir ist das alles noch gar nicht so richtig angekommen. Na, das kann ich mir vorstellen. Du stehst vor den Scherben deiner Ehe und ich habe dich immer beneidet. Jenny sah Hannah an und begann sich sofort zu verteidigen. Es gibt im Leben keine Garantien. Die lebenslange Partnerschaft als alleine glücklich machende Lebensform hat anscheinend ausgedient, wie du siehst. Kann sein, aber du und Tom, ihr wart das Traumpaar für mich. So eine Beziehung wollte ich auch immer haben. Also wenn wir so ein Traumpaar für dich waren, warum hast du nichts gesagt?
Dann gäbe es diesen Traum vielleicht noch und ein Anflug von Bitterkeit war nicht zu überhören. Jenny, ich bin mit euch beiden befreundet und ich wusste ja nicht, dass er schon jahrelang mit anderen Frauen was hatte. Höchstens so eine Ahnung. Mehr aber auch nicht. Das musst du mir glauben. Jenny glaubte am besten nur noch an sich selbst. Sie wollte die Trennung von Tom nicht als grundsätzliches Scheitern ihres Lebens betrachten und ihn auch nicht dafür hassen. Sie durfte nur einfach keine Schwäche mehr zeigen, dass ihr die Starken wieder die Zügel aus der Hand nahmen. Als abgelegte Ehefrau mit einer monatlichen Abfindung, ihr Dasein zu fristen, lag auch nicht in ihrem Sinne. Sie wollte niemals zu diesen jammernden, in die Wechseljahre kommenden Singlefrauen gehören. Wer wollte das schon? Das war einfach deprimierend. Los Angeles bot ihr die Chance, erstmal hier rauszukommen. Und schon fühlte sie wieder diese Hitze aufsteigen und fragte, meinst du nicht auch, dass emotionale Qualität entscheidend für die Dauer einer Partnerschaft ist? Na klar, auf jeden Fall, deshalb habe ich ja keine. Der Sex ist ganz gut und schön, aber nicht alles. Wenn einem Typ die Fähigkeit zu einem wirklich guten Gespräch fehlt, man sich persönlich nicht weiterentwickeln kann, dann kannst du das ganze Beziehungsding in der Pfeife rauchen. Mann, wir sind ganz schön anspruchsvoll geworden, hä? Jenny, wir leben im 21. Jahrhundert und da ist für die Frau eine Partnerschaft nicht mehr die tragende Säule des Lebens. Jenny stutzte und sagte, für mich war sie es schon. Ja, schon gut, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wir sind emanzipiert. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sagte Hannah, ich bin für dich da, hörst du? Ein Tapetenwechsel in deiner Situation wäre sinnvoll. Danke, Hannah, ist lieb von dir, aber ich flieg doch nach L.A. Hannah verdrehte die Augen. Ja, stimmt, ja, hatte ich ganz verdrängt. Was um alles in der Welt hast du so Wichtiges zu erledigen? Also erstmal wäre da der Hund. Stopp jetzt, das ist ein Witz, oder? Nein, ich brauche einen Hundesitter. Okay, das kriegst du hin. Und was noch? Jenny nahm die Zeitschrift auf und zeigte Hannah den Artikel über die Schönheitsoperation. Also was man heutzutage alles an sich machen lassen kann. Aber Jenny, das ist doch nicht dein Ernst. Willst du dir wirklich größere Brüste machen lassen? Fragte Hannah, den Blick auf Jennys Busen geheftet. Nee, ich dachte an ein paar kleinere Sachen. Sag mal, hat dieser Vico was damit zu tun? Willst du jetzt auch an dir herumschnippeln lassen, weil es in Hollywood alle machen? Nee, nicht schnippeln. Er hat mir sogar abgeraten. Mann, oh Mann, ihr hattet ja Gesprächsthemen, das kannst du aber annehmen. Raus damit. Was hat er denn gesagt, Süße? Also Jenny konnte es kaum aussprechen. Er sagte, dass ich das nicht nötig habe. Da hat er recht. Und wenn überhaupt, was würdest du machen lassen? Also keine dicken Titten, kein Schmollmund, keine perfekte Vagina, kein Fett absaugen. Also was dann? Na, die Augenlider straffen lassen und vielleicht ein bisschen Botox in die Stirn. Na, hoffentlich siehst du da nicht aus wie Quasimodo. Lachte Hannah schrill auf. Jennys Gesichtszüge drohten zunächst zu versteinern, aber sie hielt sich tapfer und überdachte, was wäre, wenn wirklich etwas schief ging? Auch der Arzt des Vertrauens kann nicht wissen, wie empfindlich der jeweilige Muskel reagiert. Was, wenn Nerven oder Gefäße falsch getroffen werden, das Gift unkontrolliert ausläuft und man eben nicht, wie gewünscht, frisch und erholt um 10 Jahre verjüngt aussieht? Gut, schlimmstenfalls wie die Knef. Na, das kann ja heiter werden mit dem Altern. Bisher habe ich das geschickt von mir gewesen. Kannst du auch, du bist doch viel jünger als ich, sagte Jenny zu ihrer Freundin. Naja, mittlerweile ist dieser Trend unter Jugendlichen schon Normalität geworden. Ein neuer Busen zu Weihnachten, eine Nasenkorrektur zum Geburtstag. Ja, diese armen Dinger betrachten ihr Aussehen tatsächlich als Makel und glauben, dass sie durch eine Schönheitsoperation weniger Probleme hätten. Klar, dass dieser Trend natürlich aus den Staaten kommt. Genau, von da, wo du jetzt hin bist, auf in die Höhle des Löwen, brustet ihr Hannah zu. Naja, also hier ist auch nicht anders. Die Welle ist schon längst über den großen Teich geschwappt. Das kannst du laut sagen. Früher, Jenny, lag eine Anti-Aging-Creme oder der Lieblingslippenstift unter der Nordmann-Tanne. Heute findet man eher spritzige Überraschungen. Wo soll denn das nur hinführen? Der Wunsch nach künstlicher Schönheit wird durch die Medien so in den Fokus gerückt, dass dieses in Würde altern fast unmöglich ist. Da gibt es doch diese Sendung vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan. Ja, ja, die operieren vor laufender Kamera und die Probanden lassen sich zu ihrem Idol umformen. Apropos Idol, da gibt es doch diese berühmte Blondine, die auf Stritt und Tritt von einem Sender begleitet wird. Alles, was sie macht oder nicht macht, wird dokumentiert. Wie heißt sie nochmal, überlegte Hannah? Katzenberger. Naja, an der kommt keiner mehr vorbei. Überall ist sie präsent. Die ist sowas von clever und verkauft sich geschickt als naives Weibchen, na du weißt schon. Und es funktioniert, sagte Hannah mit vollem Mund. Kann ja sein, aber Persönlichkeit ist doch keine Frage von Wasserstoffperoxid oder Chirurgie. In einer Gesellschaft, in der perfektes Aussehen als Garant für ein perfektes Leben gehandelt wird, vergeht einem schon die Lust nach Individualität. Vigo sprach von dieser Starbucks-Kultur. Schöner Vergleich. Also die genormte Schönheit, wo der Körper nach Lust und Laune umdesignt wird, das ist der Trend. Schön und begehrenswert zu sein, das ist ihr Motor, glaub mir, Jenny. Naja, der Motor, der sie antreibt, immer verrücktere Sachen machen zu lassen. Irgendwie kann ich es schon verstehen, aber nur ein bisschen. Na, was denn nun? Einerseits redest du von Körperdesign und was wir uns alles diktieren lassen und andererseits willst du dich selber unter das Messer legen. Jenny stöhnte auf und versuchte Hannah zu erklären, in welcher Zwickmühle sie sich befand. Natürlich fand sie das eigentlich alles hirnrissig und bescheuert.
dass Frauen sich so etwas antun. Den Kampf gegen die Zeit und gegen ihre eigene Natur konnten sie eh nie gewinnen. Sie sagte, egal wie oft man sich auf den OP-Tisch legt, es endet immer im ewigen Hase- und Igel-Spiel. Und der Igel schreit immer, bin schon da, kreischt danach los. Und genauso ist es mit der Haus, sie wird immer weiter Falten werfen. Mal ganz ehrlich, Frauen, die ihr ganzes Glück und ihre Hoffnungen auf zwei Päckchen Silikon aufbauen, sind einfach nur zu bedauern, sagte Hannah selbstbewusst. Klar, sie hatte ja auch große Brüste und konnte somit gar nicht mitreden. Jenny sah ihre Freundin genauer an und fragte, hast du eigentlich auch mal daran gedacht, später etwas an dir machen zu lassen? Naja, mal sehen. Also wenn mir das Gesicht in Fetzen herunterhängt, dann vielleicht. Man sollte niemals nie sagen, wer weiß. Jenny schenkte Wein nach. Hannah trank einen Schluck und sagte etwas, das Frau sich immer vor Augen halten sollte. Jenny, überlege dir das alles nochmal in Ruhe, bevor du was machen lässt. Charme, Sinnlichkeit, Lebenserfahrung, Witz und Esprit. Einfach unsere ganze wundervolle Persönlichkeit stecken weder in Botox noch in Kochsalz. Und das Ego der Flachbrüstigen wächst bestimmt nicht mit der Körbchengröße. Sofort sah Jenny an sich herunter. Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Na, dich meine ich auch nicht. Du kannst damit umgehen mit deinem kleinen Busen, meine ich. Rums, das hatte wieder mal gesessen. Jenny schüttelte den Kopf, dass Hannah aber auch immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf ihren kleineren Busen anspielte, nervte manchmal. Zumal Jenny immerhin ein B-Körbchen trug. Also so mickrig war er nun auch wieder nicht. Wie dem auch sei, sagte Jenny, streckte sich und unterdrückte ein Gehen. Genug Schlaf regeneriert die Haut von selbst. Das genialste Schönheitsrezept, liebe Jenny, ist immer noch Sex. Viel guter, ehrlicher Sex. Dabei werden die heiß begehrten Glückshormone nur so ausgeschüttet und das macht schöne, pralle Haut. Wie Hannah so daherredete, aber es stimmte. Jenny, nimm dir einfach einen Lover, am besten einen Jüngeren. Die machen nicht gleich schlapp und brauchen noch kein Viagra. Außerdem wohnt dem jüngeren Liebhaber ein gewisser Zauber inne, der alle Regeln außer Kraft setzt. Und wo soll ich den hernehmen? Aus dem Internet oder wie? Suche den ultimativen jugendlichen Spontanfick. Hannah schrak kurz zusammen. Also mein Gott, nein, das sollst du natürlich nicht. Das ist zu riskant. Also als erstes musst du deine Hemmungen ad acta legen. Na, wie meinst du das, Liebes? Wenn dir jemand gefällt, sag, was du von ihm willst. Also ich weiß nicht. Glaub mir, das ist die einfachste und schnellste Methode, jede Verlegenheit und höfliche Konversation zu überwinden und man sich aufeinander einlassen kann. Okay, vielleicht in den 20ern, aber jetzt? Denk doch mal an diesen Vigo. Der war total hingerissen von dir. Du allein hast alle anderen Weiber im Regen stehen lassen. Hanna, bitte, das war doch was ganz anderes. Jetzt komm mir nicht mit der Gefühlsmasche. Männer wollen ficken, ich weiß, wovon ich rede. Also, dann ist die Ehe auf Lebenszeit ein Auslaufmodell, fragte Jenny und wusste doch die Antwort. Irgendwie schon. Alles hat seine Zeit und Fremdgehen ist doch so ein alter Hut wie die Menschheit an sich. Früher war es ein Privatproblem, heute ein beherrschendes Thema. Denk nur an die Promis. Die schlachten alles aus, nur damit sie im Gespräch bleiben. Ehrlich gesagt, wen interessiert es schon, dass Promi A seinen Penis in Muschi B steckte? Also mich nicht, sagte Jenny sofort. Untreu ist aber auch eine Art, seinen Frustausdruck zu verleihen. Frust braucht ein Ventil. Na toll. Dann sollte ich wohl Verständnis für meinen Mann aufbringen. Er ist frustriert, will seine Grenzen überschreiten und für ein paar Stunden jemand anders sein, oder wie? Naja, du könntest ja auch in Versuchung geraten. Denk mal an Vigo. Der hat dich sogar eingeladen. Oh, Jenny stöhnte auf. Liebes, sagte Hannah sanft, ein Seitensprung kann auch Vorteile haben. Du schlitterst irgendwie nicht in die Falle der reifen Liebe, die nichts mehr mit Spontanität zu tun hat. Reife Liebe kann doch auch was Schönes sein. So wie du es allerdings sagst, klingt es eher wie Haftcreme für die Dritten. Also wollen wir jetzt beim Urschleim anfangen, hinterfragte Hannah und Jenny nickte. Okay, Tom und du, für Außenstehende, das perfekte Paar. Aber wie sah es mit deinen Träumen aus? Ich sage es dir, sie sind der reifen, vernünftigen Liebe zum Opfer gefallen. Eine Liebe, die sich abgenutzt hat wie eine alte Zahnbürste. Und irgendwann hat er sie ersetzt. Besser konnte man es nicht definieren. Jenny, die alte, abgewetzte, ausgemergelte Zahnbürste, ein tolles Gleichnis. Und was ist mit den Lügen? Warum hat er mir das Gefühl gegeben, alles ist gut? Männer ticken anders. Wahrscheinlich war ihm das alles gar nicht so ernst, das mit den anderen Frauen. Männer verschwenden beim Sex nicht so viel Gefühl wie wir. Sie brauchen ihre Befriedigung und das, wenn möglich, mit wenig Aufwand. Diese ganze Gefühlsduselei, die wir immer so gerne hören wollen, ist für sie echt Arbeit. Also ganz ehrlich, Hannah, du solltest eine Kolumne für gehörnte Frauen schreiben. Ich glaube, du hättest eine riesige Fangemeinde. Ach, lieber nicht. Es ist alles nur Erfahrungssache. Und ich habe festgestellt, dass die Untreue eines Partners auch inspirierend für die Ehe sein kann. Also ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Also wenn ich an meine Liebhaber zurückdenke, die waren ja auch teilweise verheiratet, kann ich nur bestätigen, dass ihr Verhältnis mit mir ihre Frau nicht in den Abgrund gestürzt hat. Na, woher willst du das wissen? Na, ganz einfach. Sie sind bei ihren Frauen geblieben und ihr schlechtes Gewissen hat sie einfach netter zu ihnen sein lassen. Bist du cool? Und es hätte nichts ausgemacht, dass sie zu ihren Frauen zurückgegangen sind?
Oh, bei dem einen oder anderen schon, aber ich bin realistisch. Ich wollte ja keinen so richtig. Die Sehnsucht nach einer Familie überkommt mich zwar manchmal, aber wenn ich mich so umschaue, nehme ich doch lieber ihre Schokoladenseite und der ganze Beziehungsalltag bleibt so aus meinem Leben draußen. Du weißt schon, dass das nicht ewig so sein kann. Und was ist mit dem Alleinsein? Hannah lächelte Jenny an. Dafür hat man Freundinnen. Aber es stimmt, in schwachen Momenten wie vorhin, als ich meinen Neid auf dich zum Ausdruck brachte, erwischt es mich eiskalt. Dann will ich mich einfach nur in die Arme eines Mannes werfen und fallen lassen können. Hm, schöner Wunsch. Und wenn irgendwann der Richtige kommt, was machst du denn dann? Also meinst du so einen, wo von einer Minute zur anderen nichts mehr ist wie vorher, wo du dich fragst, wie man nur die ganze Zeit leben konnte ohne ihn? Ja, genau so einen meine ich. Naja, das gibt's nur im Film. Jenny wurde plötzlich wieder ganz heiß und sie hätte Hannah am liebsten alles erzählt. Und ob es das gibt. Dann, schmunzelte Hannah, dann ist es Zufall. Und das Universum verschiebt sich, ergänzte Jenny. Und du fragst dich, wie seltsam doch alles ist, wie eine Droge, die dich betäubt und bis ins Innerste erfüllt. Drama, Baby, Drama. Komm schon, Hannah. Ist es nicht das, was wir ein Leben lang suchen, diese völlig lächerliche, alles verzehrende, einzige, nicht leben können ohne den anderen große Liebe? Klar, und wenn Frau glaubt, ihn gefunden zu haben, steht sie fest, der Scheißkerl geht fremd. Jenny kam nicht umhin, an Tom Arschloch dabei zu denken, der große Verfechter der Neuanfang jung bleiben wollen Devise. Der Clou bei der ganzen Geschichte war jedoch der, dass er alles wollte und nicht der Routine gibt Stabilität Lebensart abschwören konnte. Da fehlte es ihm am Flexibilitätsgehen. Jenny kochte innerlich und trank ihr Glas Wein mit einem Zug leer. Hannah meinte, besorgt, Entschuldigung, also ich will ja nicht in der Wunde bohren. Muss das Leben traurig und zertrümmert sein? Es ist so anstrengend, aber letzten Endes geht es immer nur um sie. Um wen? Na, du weißt schon, Hannah, um die Liebe. Also eigentlich bin ich eine richtige Schlampe. Warum das denn? Naja, also meinte Hannah, ich schlafe mit Männern, weil ich gerne ficke und nehme alles mit, was ich begehrenswert finde. Ich denke dann, was soll's? Der Typ wird schon wissen, was er macht. Männer, die glücklich sind, ficken nicht fremd. Ja, also was treibt denn Männer in fremde Betten? Puh, glaube ich, weiß nicht. Es ist nicht allein die Unzufriedenheit mit der eigenen Frau, sondern der Frust, der sie in die Findungskrise treibt und aus dem gewohnten Bett fliehen lässt. Wovor fliehen sie denn? Vom Altern? Vor der Endlichkeit? Keine Ahnung, Jenny. Männer denken, dass sie dem eigenen Altern eine junge Frau entgegensetzen können. Frauen ticken mittlerweile aber auch so. Stimmt, was für ein Glück, dass die Älteren von der Annäherung zweier Generationen profitieren können. Wenn ich es mir richtig überlege, knüpfte Jenny an Hannas Gedanken an, die Sprach- und Dresscodes der 35- bis 55-Jährigen sind identisch. Noch vor 3 oder 4 Jahrzehnten undenkbar. Da trennten sie Welten. Das Alter aber selbst ist irgendwie schon eine Kränkung ans Ich. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Selbst wenn sie sich 10 Jahre jünger fühlen. Tja, und dann wird es eben mit Sex kompensiert. Außerehelicher, wilder, unverbindlicher Sex lässt sie in ungeahnte Sphären schweben. Und schon fühlen sie sich wieder wie im Pfadfinderlager. Vorausgesetzt, ihre Schwellkörper machen mit, warf Jenny lachend ein. Haha, dagegen gibt es ja Abhilfe. Viagra, flötete Hannah. Viagra setzt den Impuls und lässt das Teil wieder stehen. Fassen wir zusammen, kicherte Jenny und kriegte sich kaum mehr ein. Bei Männern ist es die schwindende Schwellkraft und bei Frauen die Schwerkraft, die alles hängen lässt. Beide lachten gleichzeitig laut los. Behalt bloß deinen Humor, Jenny. Wenn du den verlierst, dann wirst du wirklich alt. Hannah hatte ins Schwarze getroffen. So einfach war das. Humor verbindet Stärke und Schwäche auf eine eigentümliche Art und Weise. Die Selbsttröstung, hervorgerufen durch Lachen, hatte etwas Befreiendes und Jenny prustete ihrer Freundin zu. Na dann, bye bye Beauty. Hannah zwinkerte ihr zu. Das ist die richtige Einstellung. Im Bett starrte Jenny an die Decke und ließ den Abend mit Hannah noch einmal Revue passieren. Sie konnte sich wirklich glücklich schätzen, so eine gute Freundin zu haben. Humorvoll dachte sie an ihr eventuelles Vorhaben. Also wenn sie auch noch diese überflüssige Haut an den Knien beseitigen lassen würde, wäre der Mini wieder ihrer. Jenny schüttelte bei dieser Vorstellung den Kopf und fragte sich, wo die Grenze zwischen Zähnebleichen, Lidstraffung, Bauchdeckenstraffung, Silikonbusen und einer Botox-Spritze lag. Was passierte eigentlich mit ihr, wenn sie diese imaginäre Grenze überschritt und ihr Körper auf einmal nicht mehr zu ihrer Persönlichkeit passte? Jenny wollte der Sache fachgerecht auf den Grund gehen. Wie sie sich letztendlich entscheiden würde, stand noch nicht fest. Kaffee? Fragte Hannah am nächsten Morgen. Verschlafen schaute Jenny auf die aufgeschlagene Zeitschrift und las die fette Überschrift Zeitbombe Silikon.
Keine Silikontitten, Hanna, nur eine Lidstraffung. Weiß ich doch. Du, ich muss auch gleich los. Ich auch, ich habe doch diesen Termin. Bei diesem Schönheitsdoc ist ja nur ein Beratungsgespräch. Gut, aber lass dich nicht überreden oder überrumpeln, hörst du? Nein, ich melde mich danach bei dir. Gut, und dann nimmst du dieses Projekt in Angriff. Jenny guckte leicht verwirrt. Hallo, aufwachen, Vigo. Jenny fasste sich an die Stirn. Also ich bin irgendwie total neben der Spur hinter, das kann man wohl laut sagen. Als sie ein wenig später das Haus verließen, lauerten schon wieder Fotografen vorm Tor herum. Sag mal, Jenny, was ist denn hier eigentlich los? Was wollen die von dir? Ach, beachte sie einfach nicht. Seitdem die mich mit Vigo im Auto gesehen haben, lauern sie auf einen Schnappschuss. Ich gebe dir jetzt einen fetten Knutscher und dann können sie noch schreiben, dass ich lesbisch bin. Okay, ich bin dabei. Jenny küsste Hannah für Nicht-Eingeweihte eine Idee. Zu lange, dann stiegen sie kichernd ins Auto und fuhren davon. So, ihr Lieben. Das war jetzt das Gespräch zu Hause auf der Couch zwischen den beiden Freundinnen, Hannah und Jenny. Und ja, die haben da so ein bisschen rumphilosophiert über das Älterwerden, über den Schönheitswahn, über Fremdgehen, über Jungsein, über Verheiratetsein, über das Projekt Ehe oder Single sein. Ja, ich habe mich damit lange und sehr intensiv mit beschäftigt, also habe sehr viel recherchiert und viele Leute befragt und man kennt ja auch einige Leute, aber ich habe auch viele Leute befragt und mittlerweile ist es ja so, dass in den großen Städten jede zweite Ehe fast geschieden wird. Ja, also das Modell Ehe als Auslaufmodell. Ja, früher war das anders, hat man sich nicht so schnell getrennt, ne? Da blieben die Menschen eben zusammen, was ich sehr schön finde. Aber vielleicht kommen wir da wieder hin, dass man nicht gleich auseinanderrennt, wenn es schwierig wird, dass man einfach beieinander bleibt. Und vor allem, eins ist ganz wichtig, dass man redet miteinander. Das wird oft versäumt, dass man nicht mehr redet miteinander. Und jeder in eine andere Richtung rennt und dann ist das Ding vorbei. Was sehr schade ist. Weil letztendlich, man kann sich zwar neue Partner suchen, aber es wiederholt sich alles. Man sucht sich immer irgendwie das Gleiche. Es wiederholt sich vieles und da gibt es noch diesen schönen Spruch, auf der anderen Seite ist der Rasen auch nicht grüner. Ne? Aber nun ja. So ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Oder wann immer ihr dieses Video schaut. Und denkt daran, seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.